Tugend beeinflusst werden. Sie fühlen sich zu Licht, zu Wissen, zur Erleuchtung, zur Erhebung hingezogen. Sie lieben Sauberkeit, Ordnung. Sie sind diszipliniert. Sie sind wahrheitsliebend. Sie mögen ein gesundes, moralisches, ethisches Verständnis. Sie sind optimistisch, aber auch realistisch. Also sie träumen nicht, sondern sie sind optimistisch, aber auch realistisch zur gleichen Zeit. Sie haben Verantwortungsbewusstsein, nicht nur so, wie wir das vielleicht im kleinen Rahmen kennen, sondern auch gegenüber unserer Natur, den Ressourcen und den Menschen im Allgemeinen. Sie lieben es, miteinander zu teilen. Sie sind selbstlos, sie sind großzügig. Sie suchen immer nach Harmonie, sie versuchen auszugleichen. Ja? Sie sind in der Regel entspannt. Ihr Körperbewusstsein ist nicht besonders hervorgehoben. Also sie sehen eher das Innere in den Menschen, nicht so sehr das Äußere. Und respektieren Menschen ungeachtet ihrer Äußerlichkeiten. Sie sehen sich auch als Teil von allem. Das Gemeinsame, das Umfassende und nicht das Trennende, was trennt uns, ist nicht ihr erster Gedanke, sondern was vereint uns. Sie lieben die Natur und ihr Bewusstsein geht sogar auf andere Bereiche wie Nahrung über. Sie mögen gesunde Nahrung und sie versuchen Gewalt zu vermeiden und viele andere Eigenschaften, die man sich fast schon von alleine erklären kann, die ich jetzt nicht aufgezählt habe. Wir gehen zur zweiten Erscheinungsweise, der Erscheinungsweise der Leidenschaft. Rot, wir kennen den Torero? Wenn er das rote Tuch so vor dem Stier schwenkt, hin und her weht, dann wird dieser Stier richtig leidenschaftlich. Und Menschen, die von dieser Erscheinungsweise beeinflusst werden, sie sind nie wirklich zufrieden. Es könnte immer besser sein. Es könnte schneller sein, weiter, größer. Sie können sich nicht mit dem Status quo zufrieden geben. Ihr Fokus ist auch mehr auf Quantität als auf Qualität gerichtet. Und ihr Leben ist oft zu schnell, also das Leben hat zu viel Beschleunigung, sie sind oft ein bisschen aufgeputscht, wirken nervös, sind egoistisch, also das Gegenteil von der Erscheinungsweise der Tugend. Sie mögen nicht so gerne teilen, sondern lieber von anderen vielleicht noch den Teil für sich einheimsen. Das heißt, sie werden von Eigenschaften wie Gier beeinflusst. Sie sind egozentrisch, sie sehen alles immer nur aus ihrer Sicht. Sie haben Schwierigkeiten, sich in die Lage von anderen Menschen hinein zu versetzen. Sie sind oft sehr körperbezogen und eitel und neigen dazu, Menschen an ihren Äußerlichkeiten zu bewerten. Sie sind, wie eben schon gesagt, oft unzufrieden mit ihrer Lebenssituation, mit ihrem Auto, mit ihrem Lebenspartner. Solche Gedanken sind ständig bei Menschen, die von der Erscheinungsweise der Leidenschaft beeinflusst werden, zu sehen. Ja, und sie lieben das Nachtleben, sie sind also nicht dem Licht zugeneigt, sondern eher dem Glamour,
also sie mögen auch, der Bürgermeister hat es eben schön beschrieben, sie können schnell den Unterschied zwischen einer Großstadt feststellen und einem Dorf, wo jeder jeden noch kennt, wo man füreinander da ist. Und in der Großstadt, da ist Anonymität vorherrschend, was sich sehr gut eignet für Menschen, die in der Erscheinungsweise der Leidenschaft leben. Zu guter Letzt haben wir die Erscheinungsweise der Unwissenheit, auch Tamu-Guna genannt. Und ja, das sind auch sehr haarsträubende Eigenschaften, die in der Bhagavad Gita beschrieben werden. Menschen, die von dieser Erscheinungsweise beeinflusst werden, sie neigen dazu, ein chaotisches Leben zu führen. Ihre Wohnung ist ständig unordentlich, schmutzig, also sie neigen zu Unsauberkeit, sie reden gerne schlecht über andere, sie beleidigen auch sehr gerne. Also ihr ganzes Verhalten ist ständig zerstörerisch, destruktiv, pessimistisch, verdrießlich, verbittert. Ich weiß nicht, ob sich der ein oder andere da vielleicht hin und wieder mal wieder entdeckt. Ihr Leben neigt dazu, viel zu schlafen, zu Trägheit, zu illusorischem Geträume. Sie fühlen sich zu Berauschung und Betäubung hingezogen. Sie sind völlig verantwortungslos, nicht nur gegenüber anderen, sondern auch gegenüber sich selbst. Sie sind neidisch, sie neigen aber auch dazu, verrückt zu sein und gleichgültig zu sein. Sie sind passiv, ist mir alles egal. Und ja, so wird das Leben eines Menschen, der in der Erscheinungsweise der Unwissenheit beeinflusst wird, so sieht dieses Leben aus. So, was mir persönlich als Praktizierender einer Religion immer wieder zu denken gegeben hat, ist, warum gibt es einerseits Menschen, die sich religiös nennen, die auch dieses Umfassende zu anderen Religionen wahrnehmen können, die das Gemeinsame identifizieren können, zum Beispiel der Dr. Brendle, ist das richtig ausgesprochen? Er hatte eben gesagt, mir wurde jetzt so klar bei den Gesprächen, dass es sich ja bei ihrer Religion um eine monotheistische Religion handelt. Und wenn ich Sie richtig verstanden habe, haben Sie dadurch auch ein Stück weit erkannt, dass es in diesem Sinne ja genau um denselben Bezug geht wie in den anderen großen Religionen, nämlich dass man versteht, es gibt nur einen einzigen höchsten Gott, von dem alles ausgeht, und welchen Namen man diesem Wesen geben möchte oder welchen Aspekt man besonders in diesem Wesen für sich interessant findet, das ist eine individuelle Angelegenheit, aber es ändert nichts daran, dass es sich um das eine selbe höchste Wesen bezieht. So, ich habe mir diese Frage gestellt, warum gibt es Menschen, die damit keine Schwierigkeiten haben, dieses Gemeinsame in den unterschiedlichen Religionen zu identifizieren? Andere Menschen jedoch, die sich auch für sehr religiös halten in vielen Fällen, sehen doch sehr das Trennende. Meine Religion ist die richtige, eure Religion ist vom Teufel oder andere Beschreibungen. Und mit der Zeit hat mir persönlich diese Bewusstseinswissenschaft der Bhagavad Gita diese Fragen beantwortet, dass ich verstanden habe, es hat viel mit unserem Bewusstsein zu tun. Es ist nicht
entscheidend, ob ich zur richtigen oder zur falschen Religion gehöre, sondern ob ich mit einem tugendhaften Bewusstsein meine Religion praktiziere und somit auch das monotheistische oder die tugendhaften positiven Eigenschaften in anderen Religionen auch wahrnehmen kann. Und ich möchte zum schließenden Teil hierzu noch ein schönes Beispiel geben. Da trafen sich, oder ich fange mal so an, ein nach Erleuchtung suchender Hippie ist vor ungefähr 45 Jahren von Amerika bis nach Indien gereist, per Anhalter, und also wie die Hippies das damals gemacht haben, so sich einfach abhängig gemacht haben von den Umständen, nichts groß geplant hat. So, dieser Hippie, der kam eines Tages zum Ganges, wo er sich auch hinsetzte. Er wollte auch, so wie die Yogis, meditieren, und er hatte eine schöne Stelle gefunden und bemerkte, dass sich genau dort immer ein sehr betagter Hindu und ein sehr betagter Moslem, die trafen sich immer ein paar Meter von ihm entfernt an dieser Stelle, immer zur selben Zeit. Sie kamen immer genau um 12 Uhr mittags und fingen dann an, über ihre Religion zu sprechen. Und es ging also manchmal so los, dass der Hindu einen Vers aus der Bhagavad Gita zitierte, und dann wurde darüber sehr redselig gesprochen. Und dann 10 Minuten später sagte der Moslem: Ja, im Koran wird das und das dazu gesagt. Und das inspirierte wieder den Hindu, sich näher mit diesem Thema zu beschäftigen. So, dieser Hippie, der beobachtete das Tag für Tag. Und er war fasziniert. Und irgendwann an einem Tag fiel diesen beiden Älteren, sie waren schon weit über 80, diesen älteren Herren auf, dass da immer jemand sitzt, der wohl aus Europa oder aus Amerika zu kommen schien, und fragten ihn so, was denn seine Ansichten sind. Und es stellte sich heraus, dass dieser Hippie eben aus einem christlich-jüdischen Background kam und dann seine Betrachtungsweise mit hineinbrachte. Und das feuerte diese beiden Herren noch mehr an, es inspirierte sie noch mehr, und so entwickelte sich also für die nächsten Tage ein Dreierdialog oder Trialog, nennt man das dann. So, das ging für einige Tage, und der junge Amerikaner, er sagte: Wisst ihr, was mich jetzt schon seit einigen Tagen beschäftigt? Du bist doch ein Hindu und du bist ein Moslem. Wie kann es, und ich komme aus einem christlich-jüdischen Background, wie kann es sein, dass wir jetzt schon so viele Tage miteinander dieses schöne Gespräch führen und es noch nie zu einem Streit gekommen ist? Wie schafft ihr das? Was ist euer Geheimnis? So, einer von den beiden gab dann eine sehr interessante und sehr lehrreiche Antwort. Und zwar sagte er, es war entweder der Moslem oder der Hindu: Stell dir vor, du hast einen Hund. Wenn du ganz normal gekleidet bist und an deinem Hund vorbeiläufst, würde dein Hund dich erkennen? Ja, natürlich würde er mich erkennen. Jetzt stell dir vor, du kommst morgens mit deinem Pyjama an deinem Hund vorbei, also ganz anders angezogen, würde dich der Hund immer noch erkennen? Selbstverständlich.
Nun stell dir vor, du gehst abends einmal aus zu einem Dinner und ziehst dir einen Smoking an mit Fliege und Zylinderhut. Würde dich der Hund wiedererkennen? Mein Hund würde mich auch so erkennen. Und jetzt stell dir vor, du musst aber noch schnell eine Dusche nehmen und rennst nackt, weil du dein Handtuch vergessen hast, an deinem Hund vorbei. Würde dich dein Hund dann, ja, er würde mich auch nackt erkennen. Genauso ist es mit uns. Dieses Gespräch führen wir jetzt wahrscheinlich schon seit unserer Kindheit. Wenn wir es nicht schaffen, Gott in seinen verschiedenen Gewändern zu erkennen, sei das Gewand ein christliches, ein hinduistisches, ein muslimisches oder was auch immer. Wenn wir das nicht hinbekommen, dann können wir noch sehr viel lernen von einem Hund. Und dazu sei angemerkt, dass in Indien, ich war selber ein paar Mal in Indien, Hunde haben dort nicht den sozialen Status wie in Deutschland. Also ein Hund kann froh sein, dass er, also ich habe schon gesehen, wie Menschen danach mit Steinen nach Hunden geworfen haben, weil die zu laut gebellt haben. Also man führt als Hund in Indien ein raues Leben, um mal so angefangen. Also 10 Minuten hast du oder 7 Minuten haben wir noch vielleicht für Fragen oder so. Ja. Also wenn jemand Herrn Philipp Trier-Rabe fragen möchte, bitte, das ist die Zeit. Also ich würde gerne was anmerken. Ja. Ich finde diese Einteilung eine ganz spannende. Tatsächlich habe ich mich wiedergefunden. Ich sage es auch beim Gelben. ist eine ganz interessante Sache, weil ich konnte tatsächlich so aus meinem Umfeld, nicht mein persönliches, aber vielleicht auch das berufliche Umfeld, Leute in alle Kategorien einteilen. Also das ist tatsächlich sehr gut möglich und insofern beeindruckend. Man erfüllt natürlich nicht immer alle Kriterien, das ist ganz klar. Es gibt da sicherlich auch irgendwie so farbliche Schattierungen, aber ich finde das ganz interessant, dass das in dem beschriebenen Buch so schon formuliert wurde. Und da ich davon ausgehe, dass das Buch schon sehr lange formuliert ist und das jetzt ja nicht keine moderne psychologischen Erkenntnisse widerspiegelt, spricht das doch für den Verfasser dieser Schrift. So ist es. Also, ja. Ich wollte das einfach mal anmerken. Ich finde das beeindruckend. Also, der Verfasser ist Gott. Ja, leider muss es aufgeschrieben haben. Ja, ja. Vyasadeva. Darüber sprechen wir gleich noch mehr. Super. Genau, also es ist tatsächlich so, dass Menschen nicht hart nur in die gelbe Schublade gepackt werden können und der nächste in die rote, sondern es gibt manche Sachen, da entdecke ich mich bei der Erscheinungsweise der Unwissenheit. Wieder zum Beispiel, wenn es so um Ordnung geht, da gibt es auf jeden Fall noch, wie nennt man das? Verbesserungsbedarf, ja. Und auch in der Erscheinungsweise der Leidenschaft. Es ist auch manchmal, morgens mögen wir in der Erscheinungsweise der Tugend sein. Plötzlich kommt ein Telefonanruf und wir werden völlig herausgerissen und steigen frontal in eine ganz neue Erscheinungsweise an. Oder der Schiefatma, mit dem ich jetzt schon 24 Jahre machen wir unsere Arbeit gemeinsam und mussten oft lange Autobahnstrecken hinter uns legen. Und da hat er mir so oft Bescheid gesagt. Jetzt merkst du, wir sind alle Leute hier auf der A7 in der Erscheinungsweise der Tugend. Es ist vielleicht 10 Uhr vormittags und alle fahren 110, keiner fährt schneller, keiner auch langsamer. Man kann sich unterhalten. Und dann, da könnt ihr mal drauf achten, wenn ihr mal eine längere Strecke. Plötzlich merkt man irgendwie, jemand drängelt von hinten und
nichts gegen Polen, aber da kommt dann so ein Pole mit einem ganz langsamen Anhänger, der irgendwie ein halbes Auto, der fährt da 60 an der Seite und man ist froh, wenn man da nicht hinten reingerammt ist. Also plötzlich geht das da alles total aus den Fugen. Und also die Autobahn ist ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür, dass sich diese Erscheinungsweisen sogar während des Tages auch abwechseln und wenn man Pech hat, ohne dass man es merkt, da mit reinrutscht. Also plötzlich auch aufs Gas drückt, obwohl man eigentlich Zeit hätte. Ja. Okay, danke schön. So, als nächstes werden wir den Herrn Thomas Kaufmann, Kamal Gopaldas, bitten, seinen Vortrag zu halten. Darf ich mich dazu setzen? Du darfst dich da, wie ihr alle sitzen heute da. Ohne zu erklären, die Gäste, ja. Das ist ein besonderer Sitz, der heißt Vyasasana. Vyasasana nach dem Verfasser unserer heiligen Schrift Vyasa Deva. Und man muss einige Voraussetzungen mitbringen, um dort sitzen zu dürfen. Ja, aber bevor ich mich hinsetze, möchte ich nochmal ein Wort an den Herrn Bürgermeister richten. Wir haben ja schon kurz gesprochen, haben schon festgestellt, dass wir sehr viele Verknüpfungspunkte haben. Nichts im Leben passiert einfach so, alles hat seinen Grund, Sie merken es, ne? Und alles Gott von Gott geführt. Und eine Sache in unserem Glauben heißt, man sollte Gaben geben und Gaben annehmen. Was wir natürlich sehr gerne tun als Krishna Devotees ist, Gaben zu geben. Ganz besonders, wenn noch so wertvolle Gaben sind. Ich möchte Ihnen einmal hier im Namen von Frau Kaufmann und Herrn Spornhauer. Das habe ich leider vorhin versäumt. Das heute Morgen riecht gut und steht Ihnen sehr gut, so können Sie Ihre Tochter haben. Ja, die freut sich auf jeden Fall.